Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde. Weiter geht's mit Dark Souls 3. Ja, die letzte Folge lief, ich sag mal, medium gut. Ich hoffe, in dieser wird's besser. Hier haben wir noch zwei NPCs direkt am Leuchtfeuer. Der sagt nicht so viel, gibt uns aber sowas. Mehr sagt er nicht. Aber dafür quatscht die umso mehr. How do you do? I am Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Oh yes, Horace. He's not very talkative. But don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. So, mehr sagt die nicht. Ja, schauen wir mal, ob wir die nochmal wieder treffen. Ich würde mir ja hier gerne mal die Glut reinhauen, weil... ich habe es noch zweimal Glut. Ui. Nee, dann nicht. Das ist ja scheiße. Ich habe euch alle beim letzten Boss verbrezelt, ne? Nee, dann nicht. Weil ich bin ja auch gewillt, mir hier durchaus auch mal Hilfe zu holen. Warum nicht? Ne? Dark Souls ist ja immerhin auch ein... Ist ja auch ein Online-Spiel. Dann kann man das ja auch nutzen. So, hier laufen ganz viele von diesen Stabträgern rum, die man nicht unterschätzen sollte. Wenn die mit ihrem Stab dazu wuchten, das kann schon ganz schön wehtun. Aber die sind an sich prinzipiell langsam. Und wenn man sie nicht gerade mega stört, laufen die hier ihre Bahnen einfach lang. Ne, dann wird man hier wenig registriert. So, der hat mich jetzt registriert hier. So, aber diesen Kanonenfutter, ne, da waren diese Flugviecher vom vorigen Gebiet schon ein bisschen hart. So, aber hier in dem Gebiet gibt es einige schöne Sachen zu looten. Da werden wir uns jetzt schon mal ein bisschen was holen. Hier ist nochmal ein Hund. Ach, ich liebe es. Ich liebe es. So, tschüss. So, kleine Titanitscherben. Also die kleinen, die findet man relativ oft hier. Die großen weniger. Das kommt vielleicht noch. So, hier kommen jetzt auch wieder diese Gegner, die kennt man auch, ne? Die sind ja so... Die gab es in Dark Souls auch schon, die versprühen... Ich weiß gar nicht, beim zweiten Teil war das, da haben die, glaube ich, so Säure gesprüht, was die Waffen kaputt gemacht hat. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist es Gift. Ne? Die Jungs sind relativ heftig hier. Oh, oh, oh. Aber auch ganz gut zu besiegen, also wenn man da so ein bisschen beidhändig rangeht und sich nicht unbedingt treffen lässt, dann ist das eigentlich nicht so das Thema. Glut, schön. Die droppen Glut, herrlich. Kann ich gebrauchen, ne? So, hier hinten seht ihr so eine große Krabbe, mit der müssen wir uns nachher auch noch anlegen. Machen wir auch, ja. So, den mal einlocken hier. Oh nein, nein, das durfte nicht passieren. Ich bin mal wieder tot. Sehr schön. Also wenn man davon erwischt wird, das ist scheiße. Ne? Seht ihr ja.
da ist man dann tot. So, die beiden sind jetzt auch weg. Ob man die nochmal wieder trifft und wo die sind, das müssen wir noch herausfinden, das weiß ich nicht. So, jetzt erstmal wieder an den Jungs vorbei hier. So. Na kommt her, Männers. Ja, aber seht ihr, wenn man hier ein Stück zurückgeht, wird man nicht mehr beachtet. Von ihm hier schon. Ja, ich springe auch. Ich dachte, jetzt springe ich hier genau in seinen Pfahl rein hier. Wäre so typisch gewesen. So. Den haben wir erledigt. So, dann machen wir mal zusehen, dass wir unsere Seelen hier wieder bekommen. Ne? Da hat das Ex noch echt noch versprüht, ey. Meine Fresse. Raus da. Ach, ich vergiftet werden jetzt, ja. Da muss ich die Sache nicht noch schwerer machen, als es sowieso schon ist. So, da hinten, da liegt schon mal. Da liegt schon mal unsere Seelen, das ist schon mal fantastisch. So, damit uns der nicht auf den Sender geht, können wir uns den auch gleich mal entledigen. So, tschüssi. Mal was schlürfen. So. Gut. So, was machen wir jetzt zuerst? Ich könnte jetzt hier zusehen, dass ich an dieser Krabbe da vorbeikomme. Gegen den jetzt kämpfen. Ach gut, kann man versuchen, aber ich will hier doch nicht schon wieder meine ganzen Seelen zu liegen haben. Ach komm, wir versuchen es. Da gibt es noch einen Ring. Davon lieber nicht getroffen werden. Das verlangsamt einen. Und von seinen Schlägen natürlich auch. Nur das, davon sollte man auch nicht getroffen werden. So, komm her. Und nicht so weit hinter. Da wird das Wasser nämlich tiefer. Da wird man nur unnötig langsam. Das war nicht gut. Voilà. Kann was trinken. Jawohl. Sieg. Da gibt's Ring des Sumpfes. Gar nicht, was der macht. Das können wir mal nachgucken. Ring des Sumpfes. Wo ist der? Hier. Ring des großen Sumpfes sogar. Verstärkt Pyromantie. Ja, brauchen wir auch nicht. Sehr schön. Okay, aber hier gibt es auf jeden Fall noch was Nettes zu looten. Ich weiß gar nicht, war das jetzt hier vorne? Ja. Aber hier dann gegen die Krabbe zu kämpfen, ist natürlich Selbstmord, ne? Da gibt's genau. Ach so. Und den Foliant des großen Sumpfes, genau. Darauf war ich auch eigentlich aus. Da hinten müssen wir auch noch hin zu dieser anderen Krabbe. Gegen die will ich jetzt eigentlich nicht kämpfen. Da gibt es nämlich noch ein schönes Schild. Das können wir uns da noch holen.
Rein prinzipiell müssen wir ja nicht gegen die kämpfen. Ne? So, kommen wir vorbei hier. Hier haben wir das Schild gelootet. Glaswappenschild, herrlich. So, und weg hier. So, fantastisch. So, ja, ihr habt es ja gesehen, man kann die ganz gut bezwingen, aber man kann auch ganz schnell mal abnippeln. Ne? Wenn die einen trifft, da ist die halbe Leiste weg. So, jetzt kommen wir zu einem Gegner, der auch sehr unangenehm ist. Dort. Aber da können wir erstmal versuchen, von hier oben. Ach ja, die Söldnerrüstung gibt es hier noch. Da können wir erstmal versuchen, von hier oben runterzuhüpfen und dem schon mal einen Backstep zu verpassen. Ich hoffe, es klappt jetzt. Schön anschleichen hier. Natürlich klappt es nicht. Wie konnte ich das nur denken? Nein! Oh! Ja. Komm her. So, aber man kann an sich, ja, so, genau, kann man immer ganz gut um den rum tänzeln, so. Und wenn ihr einen Angriff macht und man nicht gerade so getroffen wird, ja, oder so fast, dann geht das eigentlich ganz gut. Komm, schlürf mal noch was. Das war der falsche Zeitpunkt. So, haben wir ihn jetzt? Noch nicht ganz. Ein Piekser noch, komm. So. Und tschüssi. Puh. Eine Glut und Großschwert des Schwarzen Ritters. Schön. Dann haben wir noch Loot. Söldner Doppelschwert. Brauchen wir nicht. und was gab's hier hinten? Ich weiß es gar nicht mehr. Kohle von Pharaon. Genau. Können wir beim Schmied abgeben, ne? Gut, dann hätten wir die Seite jetzt hier erstmal erledigt. Da könnte man jetzt eigentlich schon mal das Graswappenschild anlegen. Theoretisch. Ja, mach ich auch. So, da geht zwar ein bisschen physische Verteidigung flöten, aber das Gute ist ja, dass das so ein bisschen die Ausdauer immer wieder auffüllt. So. Das könnten wir jetzt noch fix erledigen. Wir können uns noch eine erste Scherbe holen. Ach nee, das machen wir im nächsten Video. Was ich jetzt noch gerne machen möchte, ist folgendes. Hier gibt es noch zwei Ritter, die man, wenn man die besiegt, kommen die halt nicht mehr wieder. Und die könnten wir uns schon mal kümmern. Dann müssen wir an den Jungs vorbei hier. So, und ein Leuchtfeuer können wir uns hier noch holen. Das wäre vielleicht erstmal wichtiger. Dann haben wir es nicht mehr so weit, falls wir dann doch wieder abnibbeln sollten. Was ja nicht so unwahrscheinlich ist. Ne? Wir haben schon wieder 9000 Seelen gesammelt hier. Ne? So. Da hinten müssen wir auch noch lang. Ich kann mir überlegen, das Leuchtfeuer war, glaube ich, hier rechts oben. Und? Ich brauche echt so eine Alarmglocke hier, wenn ein Hund wieder unterwegs ist. So, tschüss. Okay, dann machen wir die Ritter im nächsten Video. So, hier steht auch noch so ein Typ hier rum. Tschüssi. Da kenne ich auch noch was. Mir war so. Nee, anscheinend nicht. Okay, doch da. Den ich fast übersehen hier. Die sind auch relativ gut getarnt, muss man mal sagen.
Ach ja, das Zwillingsdrachenschild. Brauchen wir nicht, ist zu schwer. Viel zu schwer. Wow. Die hacken auch so zu. Ich dachte immer, die machen nur Gift. So, mal raus aus dem Nebel hier. Wobei das Gift, was man hier abbekommt, ist jetzt noch nicht so schlimm. Ja, also da muss man sich theoretisch noch nicht so viele Gedanken machen. Ich weiß gar nicht, was gab es denn hier, wenn hier so viele Leute rumstehen? Ach, eine Titanitscherbe. Das hat sich ja gelohnt. So, hier links geht's nochmal zu einem Gebäude. Da kommen wir zum nächsten Boss. Den machen wir jetzt natürlich noch nicht. Wir gehen jetzt hier erstmal ans Leuchtfeuer. Genau, hier war's. Das hab ich auch bei meinem anderen Durchlauf, habe ich das völlig übersehen hier. So, ansetzen. Und eigentlich haben wir noch ein bisschen Zeit, da können wir ruhig nochmal zu den anderen. Oh, zu der Krabbe nicht. Die lassen wir jetzt mal links liegen hier. Aber. So, hier sind jetzt zwei Jungs. Da würde ich mir eigentlich ganz gerne das Ritterschild wieder ausrüsten. Da bräuchten wir schon 100% physische Verteidigung. So, da gibt es noch eine Rüstung. Okay, das ist erstmal Nummer Uno. Es wäre auch nett, wenn nur einer kommen würde. So, mal gucken. Ach, da ist schon der andere. Komm mal mit. Wir müssen den anderen jetzt nicht auch noch hier unnötig mit in diesen Kampf mit einbeziehen, ja? So. Jetzt kommt der doch, ich fasse es. Und der andere heilt sich, nicht zu fassen. Nee, gegen zwei ist scheiße. Komm, Jungs, das geht nicht. So, jetzt ist natürlich Kacke. Wenn wir jetzt hier langlaufen, sind hier natürlich auch Gegner. Das heißt, die müssen wir schnell ausschalten. Ich meine, solange nur einer kommt, ist ja alles gut. Aber wenn beide jetzt kommen, da ist die Chance hier abzunippeln größer als hier was zu reißen. Wow. Bleibst du alleine? Nein, bleibst du nicht. Ach, nee. Kann man nur so unfair sein? Komm mal. Komm weg. Und weg. Gott, oh Gott. So, kämpfen wir jetzt hier mal fair und alleine gegeneinander, oder was? Scheiße. Nix da. Nix da. Ja, Wolli. Da heilen wollte, da muss ich auch fragen, ne? Riesenkeule kriegen wir da bei dem. Oh, natürlich auch nicht, ne? Hau rein. So, ich glaube, da oben gab es auch noch was. Hier gibt es eine Pike. War gut, brauchen wir nicht. Wo war denn das jetzt? Hier, genau. Da, komm mal ran. Das Goldfalkenschild. Ja. Wer es unbedingt haben möchte, bitteschön. Brauchen wir nicht. Was wir aber brauchen, ist hier den anderen dritter Typi hier. Wo ist denn der hin? Der ist weg.
Warum ist der weg? Zu dem Gebiet kommen wir erst viel später. Ich bin da schon mal reingestolpert und es nahm kein gutes Ende, sagen wir es mal so. Einmal Knochen haben wir hier noch. Wo ist denn der hin? Steht der jetzt da oben oder was? Da ist er. Da ist er. Na, Freundchen. Ich fass. Jetzt habe ich diesen Scheißbogen noch ausgerüstet. So, das ist auch so ein Hüpfer hier, ne? Der springt hier auch die ganze Zeit durch die Gegend. Ah, genau der richtige Zeitpunkt, um erst loszunehmen, ja. So, das war ein guter Zeitpunkt. So. Ah, das war zu früh gerollt. Zu früh gerollt. Das war beschissen gerollt. So. Okay. Der Angriff ist auch kacke. Okay, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen zu Rande kommen. Kurzer Prozess gemacht. Fertig. Was hat der nochmal? Ach ja, das ist das Schwert, was er auch hat. Okay. Gut. Dann haben wir hier theoretisch die wichtigsten Sachen eigentlich schon erledigt. Hier hinten können wir noch rein. Mal aufpassen. Hier steht noch so ein Vieh. Einloggen würde. So, sehr schön. So, was gab's jetzt hier noch zu holen? Beisenring, ja. Glaube ich auch irgendwas mit Wundern oder was? Keine Ahnung. Zaubererrobe. Ja, ansonsten geht es jetzt hier nur noch zum Boss. Da hätten wir das Gebiet an sich erledigt. Außer... Das habe ich noch nicht gemacht. Wir können hier noch ganz hoch. Dahin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es da genau gibt. So, was haben wir hier? Ach, Ring der Opferung. Naja. Es gibt schlimmeren Loot, ne? So. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist in dem Gebiet hier nicht mehr viel los. Hier laufen noch ein paar Gegner rum. Man müsste, um zum Boss zu kommen... Hier rechts rum. Da. Da hinten durch den Torbogen hoch, da ist der Boss. Das machen wir im nächsten Video. Ach so, hier kann man noch lang, genau. Da unten gibt es die erste Scherbe. Beziehungsweise, da unten, was jetzt? Nee, da nicht. Das machen wir auch gleich noch. Hier ist ein Händler. Hier. Der hier, mit dem brauchen wir aber nicht quatschen. Da muss man Intelligenz auf 10 haben. Vorher spricht er mit einem nicht. Ne? Also, das ist so ein Zauberlehrling.
Lehrer, nicht Lehrling. So. So, hier müssen wir aufpassen. Auch noch so ein Zauberer. Den Typen da unten. Besten auch schnell platt machen. Weil wenn man das nämlich macht, stehen die hier alle nicht auf. Ja, natürlich erst, wenn man die schon mal angepiekst hat, ja. Hier gibt es auch noch was Nettes zu holen. Stab, das habe ich jetzt nicht richtig gelesen. Auf jeden Fall ein Stab, ein Zauberstab. Der ist tot. Der ist tot. So, wenn man jetzt hier rechts läuft, muss man sich am besten nicht töten lassen. Oh, da ist die Animation gerade vorbei, da schlägt der zu, ey. So viel Pech muss man doch erstmal haben. So, Estus Flakons, habe ich jetzt leider keine mehr. So, aber hier unten gibt es die Estus-Scherbe. So, nur hier sitzen jetzt wieder solche krassen Typen. Da ist schon mal der erste. Weg, 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 weg. Ach, nee. Ich dachte schon, jetzt hat er mich richtig erwischt. Das wär's gewesen. Ich hab kein Estus mehr und hier ist noch so einer. Eine Glut, schön. So, oder sogar noch zwei, glaube ich. Ne? Schauen wir mal. Nee, doch nicht. Gut, den anderen kann man da links liegen lassen, das ist okay. Dann haben wir im Prinzip alles gesehen. Ich gehe nochmal zum Leuchtfeuer zurück. Werde hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen meinen Charakter aufwerten, leveln. Und wir sehen uns dann demnächst beim nächsten Boss wieder. Ich danke euch fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Video.